Hallo A-Forbes, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute schlagen wir ein neues Kapitel bei unseren Blue Bricks Specials auf. Ich stelle euch heute unser erstes eigenes großes Schiffsmodell vor, den schweren Kreuzer Prinz Eugen. 1940 in Dienst gestellt, 1946 versenkt. 46? Ein Jahr nach Kriegsende? Gibt es eine Geschichte dazu, ich werde sie euch erzählen. Ihr wisst ja, Kobi produziert super tolle Schiffsmodelle. Hier hinten steht die Tirpitz. Die Bismarck kehrt in diesem Sommer zurück. Wunderschöne Modelle. Und sie haben eine Menge Spezialteile für diesen Rumpf, ganz spezielle Slopes und so. Diese Spezialteile haben wir nicht, aber so cool kann ein Schiff ohne die Spezialteile aussehen. Das sind nur normale Noppensteine, wie ihr sie auch zu Hause habt. Vielleicht nicht alle in den Farben, die wir verwenden, gerade was das Dark Red angeht. Aber das ist ein Schiff, so wie man es konstruieren kann, ohne Spezialteile. Und ich finde es ziemlich gut gelungen. Ein Kreuzer, was ist eigentlich ein Kreuzer? Ein Geldstück, sagen jetzt Dagobert Duck-Fans, das ist richtig. Ein Kreuzer ist eine Klassifizierung für Kriegsschiffe zwischen dem Zerstörer und dem Schlachtschiff. Schlachtschiff sind die ganz großen, riesengroßes Kaliber. Zerstörer sind die kleinen, die oft auch Torpedos bei sich haben. Und Zerstörer sind für Schlachtschiffe ziemlich gefährlich. Zerstörer und Torpedoboote, das ist so ein bisschen wie Steinschere Papier. Wenn die nah genug an Schlachtschiffe rankommen, lassen die ihre Torpedos los. Die fahren immer nur so, schwimmen nur so ein paar Kilometer weit. Und Torpedos reißen Löcher in Schiffe, Schiffe sinken, ist blöd für die Schlachtschiffe. Kreuzer wiederum sind zwischen Zerstörern und Schlachtschiffen, die sind auch zur Abwehr von Zerstörern, Torpedobooten gedacht. Die haben ein ordentliches Kaliber. Die können auch Schlachtschiffen gefährlich werden, wenn sie nicht zu stark gepanzert sind. Und anderen Kreuzern ist also so ein mittelgroßer Schiffstyp. Dieses Schiff hier war im Original 212 Meter lang. Im Vergleich zu 270 Meter, die USS Missouri beispielsweise. Also kleiner, größer als ein Zerstörer, kleiner als ein Schlachtschiff. Okay. Und das hier war ein schwerer Kreuzer. Was heißt schwerer Kreuzer? Es gab da so Vereinbarungen zwischen den beiden Weltkriegen. Die Nationen haben sich auf Papier darauf geeinigt, nur gewisse Tonnagen gewisser Schiffsklassen zu bauen, damit es nicht so ein Wettrüsten gibt. Hat sich natürlich letztendlich keiner echt dran gehalten. Und schwere Kreuzer sind Kreuzer mit einem mit Hauptgeschützen Kaliber über 15,5 cm, mehr als 6 Zoll. Also das hier hatte 203 mm, 8 Zoll Kaliber, 8 Rohre, 4 Türme. 1, 2, 3, 4. Okay, ein Schiff der Admiral Hipper-Klasse. Aber gucken wir uns erstmal das Modell an. Was zunächst auffällt, ist, da unten steht was drauf. Schwerer Kreuzer Prinz Eugen, Scale 1 zu 300. Das ist ein Sticker. Ein Sticker, der über zwei mal drei Fliesen geht. Und man sieht die Kante dazwischen praktisch nicht, weil es ein Sticker mit weißem Hintergrund ist. Das ist kein transparenter Sticker. Da würde man diese Kante durchsehen. Das ist ein weißer Sticker. Das haben wir hier auch bewusst so gemacht. Und ja, dieser Sticker liegt dem Set bei. Der gehört einfach dazu. Das ist der Schiffsname, da unten ist eine Plakette, da muss was drauf. Bedrucken können wir es nicht, also machen wir einen schönen Sticker dazu, der liegt dem Set bei. Zur Bautechnik, man schaue sich die Unterseite an. Dieses Schiff ist ein Bilderbucheintrag zum Thema Snot-Bauweise. Der Großteil des Schiffes wird von innen nach außen gebaut. Schaut man sich hier einfach nur mal das Deck an. Man sieht hier lauter Seiten von Plates. Das wird alles von innen nach außen gebaut, jeweils Noppen nach außen. Das ist eine coole Bautechnik. Hat unser Schiffsdesigner sehr gut hinbekommen. Der Ralf ist das. Wunderschöne Modelle und dieser Kreuzer sieht einfach genial aus. Auch hier dieser Torpedogürtel, dass das hier unter Wasser noch mal ein bisschen aus Stabilitätsgründen und als Schutz vor Torpedos etwas nach außen geht. Wunderschön erwischt. Wir haben jetzt natürlich hier Kanten am Rand der Fliesen jeweils. Aber wir haben hier diese Round
Slopes dafür, die diese Form hier perfekt abbilden. Also bei Kobe hätte man jetzt vielleicht hier diese speziellen Slopes, die das hier schön gerade machen. Dafür hätte man Kanten von Reihe zu Reihe, denn beides in der Richtung perfekt und so kurvig perfekt kann auch Kobe nicht. Wir haben jetzt halt hier diese schönen Kurven. Ich finde, der Bug, der Rumpf ist herrlich gelungen. Und auch die übrigen Details. Das Schiff hat 4 Türme, klar. Das Schiff hat eine Menge Sekundärbewaffnung, klar. Das Schiff hat 4 Drillingstorpedowerfer. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier 2 Rohre. Es sind eigentlich Drillingsrohre. Oben in der Mitte müsste noch eins sein. Da gibt es keinen Teil für. Aber das kommt in der Lage und in der Form und in der Größe dem Original sehr, sehr nah. Wir haben einen Katapultjäger. Ein Wasserflugzeug, das finde ich, dafür, dass es aus Standardsteinen ist, sehr gut gelungen ist. Und wir haben an beiden Bordseiten einen Kran, der in der Lage ist, man muss sich ja denken, die Wasserlinie ist da, wo das Graue aufhört, die in der Lage ist, dieses Flugzeug wieder an Bord zu nehmen und wieder auf das Katapult zu setzen. Auch das ist super gelungen. Man schaue sich die Beiboote an. Herrlich, hier Snot nach außen, hier mit einem Curved Slope. Es sieht einfach klasse aus. Und ich bin ein großer Fan der Kobe-Schiffe. Ich bin aber auch ein großer Fan davon, von Noppensteinen. Und ich habe einige Kobe-Modelle in der Hand gehabt, wo ich die Noppensteine gerade bei den Automodellen kaum noch erkenne unter all den Spezialteilen. Und so ein Spezialteil wie eine Trabantfront ist halt immer eine Trabantfront, aus der kann man nichts anderes bauen. Das hier sind ganz normale Steine und aus denen entsteht hier ein sehr originalgetreues Schiff. Und das finde ich auch klasse. Man sieht sich vorne mal den Bug an. Das geht so nach oben, ne? Das sind Hinges. Das liegt hier. Ich mache das einfach mal nach oben. Liegt hier locker auf. Das Innenleben sieht man nicht, wenn man das hier drüber setzt, ne? Und das ergibt einen schönen nach oben geschwungenen Bug. Ist das cool? Ich finde das sehr cool. Wir haben kein Spezialteil für Anker, dann bauen wir die Anker eben mit Minifigurenhänden. Warum nicht? Und diesen T-Stücken. Klasse. Also es ist, ich find's einfach herrlich gelungen. Ich erkenne vieles von dem Schiff wieder, das ich auch in World of Warships schon gegen mich hatte. Das ist, glaube ich, ein Tier 8 Kreuzer. Wir haben hier hinten die Drillings-Schrauben. Wir haben das Heckruder. Das Schiff hat 1940 auf dem Weg nach Norwegen oder so mal einen Torpedotreffer ins Heck bekommen. Das Heck ist abgeknickt, das Ruder war weg. Das Schiff ist aber nicht gesunken. Es wurde ein Behelfsruder eingebaut und das Schiff ist zurück in die Werft gefahren und hat ein neues Heck bekommen. Also geht stabile Bauweise bei uns wie im Original. Das Schiff ist übrigens auch der glückliche Prinz genannt worden. Denn dieses Schiff hat so einiges erlebt während des Zweiten Weltkrieges und alles mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Ich meine, dass jetzt mal ein Stück Heck gefehlt hat, in Ordnung, aber das Schiff ist weitergefahren. Die Bismarck, die ist ja in der Operation Rheinübung in Atlantik ausgebrochen, hat dann die Hood versenkt und die Prince of Wales schwer beschädigt und ist danach von der gesamten britischen Flotte aufs Korn genommen worden, weil Churchill ja rasend vor Wut war. Die Bismarck war nicht allein, als sie die Hood versenkt hat. Da war noch so ein schwerer Kreuzer dabei. Er hier. Während die Bismarck 1-2 Treffer abbekommen hat, Öl verloren hat, deshalb nicht mehr im Atlantik weitermachen konnte und zurück in Richtung Frankreich ist, wo dann die Briten gewartet haben auf dem Weg, hat nach dem ersten Gefecht der Kreuzer gesagt, wir fahren dann mal weiter und ist weiter in den Atlantik. Der war dabei. Hat auch noch andere Sachen erlebt, beispielsweise bei Unternehmen Cerberus. Ich muss mir mal einen Spickzettel hier holen. Der Kanaldurchbruch. Ha, das Schiff lag in Frankreich, genauso wie die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau, die in diesem Jahr von Kobe kommen werden. Ich bin gespannt.
Und Hitler befahl, die Schiffe müssen zurück nach Deutschland. Das fand die Marineführung zwar blöd, weil die von Frankreich aus viel mehr hätten anstellen können im Atlantik, aber Hitler sagte, die müssen zurück. Und der schnellste und kürzeste Weg ist halt durch den Kanal zwischen den britischen Inseln und Frankreich, Belgien und so weiter. Jetzt ist es aber jahrhundertelang keiner fremden Macht gelungen, durch den Kanal durchzukommen, wenn die Briten es nicht wollten. Die Scharnhorst, die Gneisenau und die Prinz Eugen mit diversen kleineren Schiffen hat es geschafft. Und der Prinz Eugen war das einzige von den drei großen Schiffen, das mehr oder weniger unbeschädigt blieb dabei. Also glücklicher Prinz. Aber sie ist versenkt worden 1946. Und wo? Im Bikini-Atoll von den Amerikanern. Die brauchten Schiffe bei ihren Atombombentests, um zu gucken, was denn so Atombombentests mit Kriegsschiffen anstellen. Denn als die Deutschen kapituliert haben, fiel das Schiff per Losentscheid an die Amerikaner. Und dieses Schiff war das einzige schwere Großkampfschiff, das die Deutschen bei Kriegsende noch hatten. Das lag irgendwie in einem norwegischen Hafen und konnte nicht mehr auslaufen, weil es nicht genug Treibstoff hatte. Aber das war noch kampfbereit, das war nicht zerstört, das war auch nicht beschädigt. Glücklicher Prinz, was hat es ihm gebracht? Hat Atompilze gesehen. Also die Mannschaft natürlich nicht. Die ist noch mit nach Amerika gefahren, hat den Amerikanern gezeigt, wie das Schiff funktioniert. Und was haben die Amis damit gemacht? Boom. Ja, ein sehr schönes Modell. Ich habe mich drauf gefreut. Und ich freue mich auch, dass ich euch das Schiff jetzt zeigen kann. Das Einzige, was immer wieder runterfällt, ist der Katapultjäger. Klar. Ich wollte euch auch mal zeigen, wie das Ganze hier befestigt ist. Wir haben hier zwei Pins mit Achsen, die hier unten reinführen. Und ich glaube, es war jetzt eine schlechte Idee, das so rauszuziehen, weil ich die jetzt wieder ausrichten muss, damit die hier in diese Pin-Aufnahmen der runden Bricks reinpassen. Ist aber eine zwar filigran aussehende, aber über die Pins sehr stabile Verbindung. Ich nehme die jetzt einfach mal hier raus. Ich glaube, das ist so einfacher. Ich stecke sie hier rein. Ist eine sehr stabile Verbindung. Das Ding sieht schön schlank aus und das Schiff steht darauf fest, ohne umkippen zu können. Schauen wir nochmal von hier oben drauf, wenn ich es schon so in der Hand habe. Ich mag dieses Modell. Ja, dieses Modell ist kleiner als die Schlachtschiffe von Kobe, ist kleiner als die Tirpitz. Ist ja auch ein Kreuzer, der Maßstab ist der gleiche, 1 zu 300. Ich habe hier gerade noch meinen Graf Zeppelin, meinen Flugzeugträger von Kobe. Und das Verhältnis stimmt. Das hier sind 212 Meter und das war irgendwie 250 lang. Das ist einfach ein Tick kürzer, aber passt. Das Format ist das gleiche. Die sehen nebeneinander herrlich aus. Wir haben auch hier eine Plakette und einen schönen Ständer. Und das ist nicht das einzige Schiff dieser Art. Wir haben das japanische Schlachtschiff Nagato. Habe ich schon unser Modell gesehen. Sieht klasse aus. Wir haben das Panzerschiff Admiral Graf Spee. Dazu gibt es auch eine spannende Geschichte. Erzähle ich, wenn es fertig ist. Und wir haben weitere Modelle geplant. Aber eins habe ich schon als Prototyp hier. Wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen. Ich glaube, Klaus hat es auch schon mal gezeigt. Das ist ein deutsches U-Boot des Typs 7B. So wie dieses U-96 aus dem berühmten Film und der Fernsehserie. Viel kleiner, aber der gleiche Maßstab. Denn dieses kleine Boot hier, ich nehme es einfach mal raus, war ja auch nur so 60, 70 Meter lang. Entsprechend ist das Modell auch nur so ungefähr 20 Zentimeter lang. Gleicher Maßstab. So groß waren diese Schiffe halt im Vergleich zu so einem U-Boot. Aber diese U-Boote waren für solche Schiffe extrem gefährlich. Ich fasse mal zusammen. Der schwere Kreuzer Prinz Eugen ist unser Set mit der Nummer 101521. 1746 Teile. Preis knapp 80 Euro. Ist 72 cm lang, 7 cm breit, 21 cm hoch. Es ist ein anspruchsvolles Bauprojekt. Jede Menge Snot, jede Menge kleine Details. Und es ist ein Display-Modell. Wir haben hier beispielsweise, sieht man hier, solche
solche Griffe, hier solche kleinen Antennen, die wir nicht so einstecken, ne, kann man machen, sondern die wir so oben drauflegen, weil das noch ein bisschen originalgetreuer aussieht. Die Verbindung ist aber nach dänischen Maßstäben illegal, weil sie hält nicht wirklich gut. Das ist richtig. Aber wenn das Ding in meinem Regal steht und gut aussieht, bleiben die da, die fallen nicht ab. Wenn man damit spielt, fällt es ab. Wenn man damit spielt, fallen auch andere Teile irgendwann ab. Und ich meine, das hier liegt nur drauf, weil es halt ein Katapultjäger ist, der fällt auch. Aber es ist ein Displaymodell. Von daher geht das für uns in Ordnung. Und falls ihr diese Verbindung stabiler haben wollt, naja, dann steckt ihr es ganz regulär rein und fertig. Ist euch überlassen. Ja, für heute war es das damit auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.